Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Together. Es tut mir sehr leid, dass die letzte Folge so abrupt abgebrochen ist, aber wir haben so ein bisschen die Zeit vergessen, oder ich habe so ein bisschen die Zeit vergessen. Das muss ich jetzt diesmal auch wieder zu meiner Schande gestehen und deswegen ist die Folge ein bisschen exazerbiert. Und ja, da sind wir nicht hergekommen. Nee, aber ich sehe gerade, ich habe keine Fackeln mehr. Ich könnte dir ein paar machen. Ich mir auch. Okay, dann ist ja gut. Dann ist ja alles gut. Aber meine Kohle wieder. Einzige, was mir fehlt, ist mein Bogen. Den habe ich jetzt nicht mehr, den meine Pfeile. Bogen habe ich. Ich habe neun Pfeile, aber den Bogen habe ich nicht. So leid es mir tut. Boah, Junge, wie groß ist diese Höhle bitte? Groß. Ist riesig. Und vor allem, wie geflutet ist sie bitte? Sehr. Also, wir kamen irgendwie aus der Richtung hier. Lass uns jetzt einfach mal versuchen, auf vernünftigem Wege zurückzukommen, ohne dass jemand stirbt von uns beiden. Aber das, wir haben immer noch keine Diamanten gefunden. Ach, Henrik, geht's noch weiter? Ist ja aber nicht weit. Ach nee, das bist du. Okay. Fall nicht. Schon zu spät. Aber ich gehe jetzt da vorne hin. Da weiß ich, dass wir daher kamen. Also in der letzten, beim letzten Mal, als wir hier drin waren. Oh, hier geht's noch weiter. Oder? Nee, doch nicht. Also nicht wirklich. Wo bist du doch jetzt? Da oben geht's weiter. Oh Gott. Wo bist du jetzt? Ja, ich bin einfach zurückgelaufen. Henrik, ich sehe dich nicht mehr. Ich dich, aber du bist über mir. Also irgendwo schräg über mir. Ich sehe dich, ich meine nicht mehr deinen Namen. Ach da. Doch, den siehst du. Muss dich nur anstrengen. Setz eine Brille auf, dann passt das. Das war der richtige. Ich hab meine auf. Ah, wir sind über Creeper. Ich hab meinen Pfeil nicht mehr. Beziehungsweise meinen Bogen. Weiß ich doch, das hast du gerade schon mal gesagt. Ja, dann kannst du aber den Block hinbauen. Links neben dir. Oh ja. Ich kann runterspringen. Danke. Gerne. So, ganz viel Kohle noch. Ach, Henrik, ich weiß noch, in unserer letzten Welt, wo wir das Keramikhaus hatten, das ja sehr, sehr geil war, fand ich. Das war sehr, sehr geil. Da hatten wir so viel Kohle. Da hatten wir wirklich unglaublich viel Kohle. Und auch nicht, wir hatten wirklich von allen viel, ne? Ja. Och, da hatten wir vorher, ach ja, das war unglaublich, das war schön. Guck mal, da geht's raus, Lars, hier geht's raus. Wo geht's raus? Hier. Also, wenn man jetzt quasi nach oben möchte. Ach, das ist das Meer, ne? Mhm. Deswegen ist diese vermaledeite Höhle auch geflutet. Ja, das wird nicht nur allein an diesem einen Ding hier liegen. Aber hauptsächlich. Nee, und viel besser. Ich habe immer noch keine Diamanten gefunden. Aber warte mal, wo ist denn das hier? Wo bist du jetzt? Ach, das ist tatsächlich mitten im Meer. Ich bin einmal nach oben geschwommen. Ich wollte mal gucken, wo man rauskommt. Ich komme jetzt wieder runter, weil da ging es ja noch weiter. Da ging es ja noch weiter hier. Wo ist unsere Putze? Guck dich einmal um, dann weißt du, wo du bist. Dann findest du die auch. Nee. Du bist mitten im Meer. Ich kann dir jetzt... Ich sehe unsere Bambusdinger. Ja, sehr gut. Dann weißt du auch, in welcher Richtung die Bude ist. Das war witzig. Das Skelett hat versucht, durch... Ja? Durch... Ach, wie hieß es denn? Wasser? Durch das Wasser zu schießen. Hat es nicht geschafft. Weil ist einfach quasi durchs Wasser durch und dann so vor mir hingefallen. Das war süß. Ein bisschen naiv, dieses Skelett. So wie du? Ja, so ein bisschen. Nur halt anders. Ich meine, du bist ja auch ungefähr gleich dünn, ne?
Das ist mit Sicherheit richtig. Ach, ich habe hier gerade. Wo bist denn du? Ich habe hier gerade einen zweiten Durchgang geschaffen. Ich sehe dich da vorne. Du verlierst mich andauernd, ne? Nee, du läufst doch die ganze Zeit weg, oder nicht? Du bist quasi das, was ich in der Hand habe, mit dir mache. Ja, das kann gut sein. So, jetzt gehen wir aber mal raus hier. Aber ohne Diamanten. Wir brauchen noch Diamanten. Ja, dann müssen wir uns wohl eine Mine busteln. Busteln. Was machen? Eine Mine busteln. Busteln? Können wir machen. Wir können uns eine Mine busteln. Aber dann sollten wir ein bisschen weggehen von hier. Ja. Weil sonst kommen wir in die Schlucht rein. Ja, ich finde auch. Wollen wir uns dafür ein extra Minenhaus bauen? Ja, wir bauen also uns einen Mineneingang. Ja. Ach, du hast schon weitergebaut hier, oder? Hast du schon weiter abgebaut? Ja. 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 Hast du? Wo? Am Haus? Nee, am Haus habe ich nichts gemacht. War ich das? Also ich habe da nichts gemacht. Ich habe doch keine Fenster rausgekloppt. Wo denn? Da oben. Das ist so, wie es vorher auch war. Sicher? Ja. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich schon. So, dafür, für den Mineneingang bastel ich mir hier jetzt ein bisschen Freiraum. Deinen persönlichen Freiraum, ja? Nein, in dem Fall unseren gemeinsamen persönlichen Freiraum für eine Mine. Aber dann sollten wir trotzdem ein bisschen von hier weggehen. Weil sonst, nee, hier sind über Höhlen, Henrik. Wenn wir es jetzt hier machen. Ja. Dann haben wir gleich das Problem, dass wir wieder in dieser Schlucht landen. Ja, okay, pass auf, dann gehe ich noch weiter weg. Das ist doch gar kein Thema. Dann gehe ich halt noch weiter weg. So, so. Ich werde mal mein weniges Eisen, was ich gefunden habe, einschmelzen. So, das brauche ich. Pack doch das noch dazu. Pack doch das da rein. So. So. Hast du Cobblestone? So, so. Bei uns hiervon ist das so. Hier. Da hast du den wieder aufgenommen. Hier. So, ja, wo cool. Gehen wir hin? Heinrich. Wir müssen das hier dann gleich noch begradigen. Ich würde sagen, wir gehen. Schubbelibub, schubbelibub. In den Dschungel? Nee. Ich würde sagen, wir gehen irgendwo hier hin. Was hältst du von so einem richtigen Mineneingang? Was heißt einem richtigen Mineneingang? Ah, hier so. Oder nee, hier so in den Berg rein. Ich hab die Mega-Idee, Henrik. Hier so, weißt du? Ja, der soll 3 breit sein, der Eingang. Also die Treppe runter soll 3 breit sein. Ja, komm mal hin. 3 breit und 3 hoch. Damit da genug Platz ist. Sehr gut machst du das. So. Ach, verdammt, meine Schaufel ist kaputt. Weil hier brauche ich das auch gar nicht mehr. Was machst du da? So. Und dann machen wir hier so ein Holzding drum. Ja. Dann sieht das aus wie ein Mineneingang. Okay, 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 ja gut, da bin ich voll bei. Da bin ich tatsächlich voll bei dir. Bin ich ein Freund von. Das ist einer zu niedrig. So. Ist da noch ein hoch? So und dann da. So. Sehr gut. So muss das. 4 hoch, meinte ich. Also in die Treppe muss. Nee.
Ach egal, wir behalten es einfach so bei. Ja, muss aber nicht schön sein. Doch, das muss auch schön aussehen. Also der Eingang muss vor allem schön sein. Die Treppe sollte auch irgendwie was haben. Sollte jetzt eigentlich nicht einfach nur da so dahingerotzt sein. Also ein bisschen bei. Ja, ich weiß, der Lars wird das gleich noch verändern, aber ich bin das jetzt gerade mal so zu meinem persönlichen. Was denn? Nee, ich habe einfach gerade nur ein bisschen eine persönliche Veränderung vorgenommen. Was denn? Ich habe einfach nur da ein bisschen Erde hingesetzt. Nichts Wildes. Du bist ein Freund von dieser dunklen Erde geworden, ne? Dunkle Erde? Dunklem Holz. Ich finde, das ist halt schön. Ich finde das okay. Das ist voll okay. Voilà. Machen wir das hier noch so und so. So und 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 so. Okay, das sieht cool aus. Das muss ich dir lassen. Ja, ich bin gerade noch ein bisschen unentschlossen, was die Treppe hier angeht, aber... Ah, sei du mal unentschlossen. Ist okay. Ich hätte mir auch Fackeln mitnehmen müssen. Habe ich dabei. Willst du welche haben? Jetzt ist es zu spät. Jetzt bin ich eh schon an den Truhen. Hör mal, eine Truhe steht offen. Wer hat diese Truhe aufgelassen? Weiß ich nicht. Hast du etwa wieder die Truhe offen gelassen? Vielleicht haben wir Gäste. Mensch, Lars. Du weißt doch, dass das geklaut wird. Wie sieht das hier aus? Schau mal bitte. Ja, ich muss doch noch zurückkommen. Warum habe ich denn keine Fackeln mehr? Was ist denn los? Sind das so viele? Ja, mach das so. Also ich wollte es nur im Eingangsbereich machen, damit es ein bisschen der Mine aussieht. Ja, okay. Und dann kann man ja nachher, wie heißt's? Wenn man ein bisschen tiefer eingedrungen ist in die Erde. Ja. Fuck. Mann. Das ist witzig. Dann machen wir halt drei Entfernungen. Ich habe auch eher so das Gefühl, ich bin so der Typ, der für den Rohbau zuständig ist und du bist eher so der Innenarchitekt von uns beiden, ne? Ist das so? Mhm. Ja, also so grobe Sachen wie das hier, das kann ich. Aber ich bin da halt immer so ein bisschen, oder was heißt, ja doch, ich bin leider so ein bisschen pragmatisch da immer, ne? Ich mache das immer nur so nach reinem Pragmatismus. Das brauche ich jetzt, das funktioniert so ganz gut und dann lasse ich das jetzt auch so und dann verschönere ich das auch nicht. Und dann sag mir mal, wie du das hier gerade findest, du Pragmat? Ja, pass auf, ich baue hier mir ja eben das hier runter und dann kann ich dir das sehr gerne sagen. So.
Schwuppdiwupp, schwubbeliwubbeliwupp, schwubbdiwu, schön. Sehr schön, sehr gut. Finde ich weiter so, machen wir so. Finde ich wirklich gut. So. Und mit einem Blick in... Schau mich mal an, Lars. Ein Blick in Lars. Schau mich mal... Schau mich jetzt an. Schau mich jetzt an. Nee, doch, so befühlst du dich ja gar nicht. Dann halt nicht. Dann sage ich einfach nur, wenn euch diese Folge gefallen hat und dieses Format gefällt und euch der Kanal gefällt, lasst ein Abo da und empfehlt uns gerne weiter. Bis zur nächsten Folge.